Wer liest mein allerletzter Song, was würde ich erzählen? Welche Worte würde ich wählen? Damit Leute, die mich wirklich verstehen, ich hatte nicht immer ein glückliches Leben. Viele Sorgen und Zweifel, dann viele Worte und Reime, dann viele Orte und Reisen. Und ab und zu leider doch alles in allem Support von den meisten. Ich bin gekommen, um zu bleiben, wollte mich von all den ganzen Songs unterscheiden, Songs zu schreiben. Aber dies, das letzte, kein Rap mehr, keine Beats, keine Bässe. Wir sind VIP ohne Pässe, glaub mir, das Team ist das Beste. Gut artikuliert, es oblieb mich die Presse. Und das viel Interesse ist mir nicht einmal zu Kopf gestiegen. Ich weiß, dass die Chicks Optik schieben. Tu nicht so, als würde ich den Kopf nicht kriegen. Tu nicht so, als würde ich meinen Job nicht lieben. Glaub mir, ich lieb den Scheiß. Seit dem ersten Tag und seit den ersten Bars, die Leute lieben diesen Typen in Nersus. Mal mit ein paar Millionen Fans und ein paar Millionen Stans. Glaub mir, ich bin einfach nur der derbste Star. Doch stell dir mal vor, dies hier wäre gerade mein allerletzter Song, den ich für alle die Leute hier heute in der Halle jetzt perform. Würde dir tanzen, würde dir schreien, würde dir lachen, würde dir weinen. Sag mir, Leute, was würde dir tun? Wär dies mein allerletzter Song? Wär dies mein allerletzter Song? Was würde ich den Leuten erzählen? Welche Worte würde ich wählen? Wär dies mein allerletzter Song? Wär dies mein allerletzter Song? Was würde ich den Leuten erzählen? Welche Leute würde ich erwähnen? Ich würde allen denen danken, wegen denen ich heute hier bin. Auch allen denen danken, die nicht mehr hier sind. Doch in allererster Linie Dynamite, Mama Tropf und Icy Ice. Und auch Sticky und auch Peggy und auch Kiez und auch Punker, danke ich allen für die geile Zeit. Und auch Evelyn und Heinz Cannibal, denn die haben uns frei gesigned. Dank den Pionieren, deshalb danke ich Torch. Danke mein Team, Dennis, Mama und George. Danke meinen Fans für den ganzen Support. Ganz egal, wo man, ob Stadt oder Dorf. Danke dann Headliner, Stille und Rob, Mixwell und Flame und Darker Nuff Rob. Danke dann Deutschland, danke dann Gott. Und ich brauch schnell einen anderen Job, denn ich bin jetzt raus. Schreib mein letztes Lied und wir bringen es raus. Und ihr singt es laut und ihr sitzt zu Hause und genießt den Sound und ihr dreht es auf und ihr weint und trauert uns nah, weil's leider weit und breit ihr keine Band außer uns gab mit so einem Song. Wär dies mein allerletzter Song? Was würde ich den Leuten erzählen? Welche Worte würde ich wählen? Wär dies mein allerletzter Song? Wär dies mein allerletzter Song? Was würde ich den Leuten erzählen? Welche Leute würde ich erwähnen?